Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simotrans und müssen gucken, dass unser Geld nicht flöten geht und ein bisschen optimieren müssen wir und schauen, dass wir irgendwo Geld reinkriegen und nicht nur bezahlen. Nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm. So, dieser Zug hier fährt 847, also fast 900 Miese ein. Der hat 60 Passagiere tatsächlich jetzt drin. Stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage, warum ist das so? WASD ist Verkehr, das wissen wir schon langsam, ne? Also hier haben wir wieder ein Häuschen daneben sitzen, ne? Wenn ich den da hinstellen würde, dann würde das funktionieren. Ich glaube, wir machen da mal gerade einen Ausbau und dann, das mit den Bussen, das ist auch so eine Geschichte, ne? Fährt hier irgendwo noch einer? Ich hoffe nicht, ne? Ne. Das kostet uns auch alle Geld, ne? So ist nicht. Hier ist auch wieder ein Häuschen. Hier fährt einer zur Burg. Warte mal, hier war auch irgendwas, glaube ich, nicht ganz in Ordnung. Kann das sein? Wie fährt er denn jetzt hier? Die Linie ist von Stassfurt nach Stassfurt-Wald. Stassfurt Rathaus, ne? Nach Stassfurt Wald. Das ist da, ja. Fährt dann nach Sinsheim Rathaus. Ja, und dann noch Sinsheim Wald Bahnhof dahin. Und dann fährt er zum Rathaus und dann. Warte mal. Stallfurt, das war. Sinsheim-Waldbahn. Ja, doch, das passt so. Das ist schon richtig, der Zug. Aber der andere hier, der war, glaube ich, nicht richtig. Ne? Kann das sein? Wo ist er denn? Wo ist er? Der ist sowieso viel zu weit weg. Müssen wir mal angucken, hier den Fahrplan. Mal den mal erst zu und den mal auch erst zu und den Fahrplan angucken. Sinsheim Wald Bahnhof ist hier. Fährt dann nach Lüdinghausen. Doch, das haben wir wohl schon korrigiert. Dann nach Lüdinghausen Rathaus. Das ist hier. Passt. Dann nach Funkstadt Rathaus. Passt. Dann nach Erlangen. Passt. Dann fährt er hier nach Halle Rathaus. Okay, dann fährt einer bis nach Halle jetzt nur. Und dann geht es wieder rückwärts. Erlangen Rathaus, Fundstadt Rathaus, Lüdinghausen Rathaus. Aha, ach so. Lüdinghausen, ja, das passt. Und dann fährt er nach da oben. Dann ist die Linie doch richtig. So, und dann haben wir noch die dritte von Halle an. Was passiert hier bei Halle? Da fährt er und die Linie fährt wie? Den macht zu. Wir sind jetzt in Halle, fahren nach Roßlau Rathaus. Passt. Dann nach. Aha. Hier passt doch was nicht. Hier fährt er nach Willig. Da nimmt er doch gar nicht das hier mit. Warte mal, dann fangen wir mal hier oben an. Von da fährt er nach Willig Rathaus, passt. Dann Willig Burg. Willig Burg ist da, passt. Dann nach Rösrath Kirche. Dann nach Rösrath Wald. Dann wieder orthodoxe Kirche. Dann nach Rösrath Rathaus. Dann nach Halle Rathaus. Dann Rösrath Rathaus.
Aber dann muss er nach Rösrath Orthodoxe Kirche fahren und nicht nach Willig-Rathaus. Nochmal einfügen und Rösrath Rathaus, nee, das ist jetzt verkehrt gelaufen. Hier müssen wir einfügen. Zur orthodoxen Kirche, dann zum Hafen, von mir aus dann wieder hierhin, dann zur Burg und nach der Burg nach Willig Rathaus, ne? Also. Ja, dann passt's. So fährt er dann eins nach dem anderen nochmal ab. Sind 51 drin. Ich weiß nicht, ob das hier passt, aber das lassen wir so. So, wie viel sind jetzt hier? Willigburg, Willig-Rathaus sind 4. Rösrath sind 7, das ist ja auch noch hier. Sind 11. Lüdinghausen, Erlangen, Funkstadt, das ist alles in die andere Richtung. Okay, dann können wir den einen so lassen. Aber wie viele sind jetzt die anderen hier in die Richtung nochmal? 38, Funkstadt 48, 55, 65, 66. Und wo ist der Zug? Ja, warte mal, und dann 66. Und wie viel sieht es hier aus dann? Da stehen nochmal Halle, also in die Richtung. Sinsheim ist und Funkstadt sind dann 13, 17, okay. Und hier 24. Halle über Halle 12. Okay. Und 12 in die Richtung. Naja, das geht. Und da ist er jetzt. Voll. Wie viel hat er da jetzt stehen lassen? 102 nach Sinsheim-Wald. Und das ist hier lang, ne? Ja. Und wie viel sind es hier? 60 stehen da. Ich glaube, die sind alle nach da unten, oder? Die Kutsche fährt von wo nach wo? Okay, die fährt zum Bahnhof. Passt erstmal. Wer ist hier oben? Da ist nur eine Kutsche mit einem Ort wahrscheinlich, ne? Aber warte mal, da nach Waiblingen Rathaus muss gar keiner mehr fahren. Diese Kutsche muss da gar nicht hin. Können wir mit dem Zug fahren. Lass erstmal noch weiterfahren, aber warte, wir machen hier Fahrzeugdetails ausmustern. Weil, wenn der da ist, dann nicht, weil die sollen mit dem Zug fahren und nicht mit der Kutsche. Aber warte mal. Da gibt es keine Verbindung hin, oder? Nee. Stopp, das heißt, wir nehmen das wieder raus. Das ist schon so gut. Weil der fährt ja gar nicht darunter. Von diesem Städtchen gibt es keine Verbindung nach da unten. Müsste man ausbauen, aber bei 382, obwohl es gerade tatsächlich so ein klein bisschen im Plus, glaube, ne? Aber hier Marge, 1600. Ja, die ist immer im Minus, ne? Was machen unsere Fahrzeuge? Wo sind sie hier, ne? Gewinn. Der macht jetzt Gewinn. Die Schifffahrt macht auch Gewinn. Müssen wir gucken, dass wir die Alsterschiffe sowieso noch ein bisschen besser ausbauen, ne? Okay, der macht jetzt auch Gewinn. Die sind alle knapp im Minus, die Pferdekutschen, ey. So, hier ist ein Schifflein. Welches voll ist. Das fährt von wo? Erlangen nach St. Ingbert. St. Ingbert ist hier. Und nach Erlangen, die Hintalstraße, wollen 58 Passagiere. So, und hier ist eine
Sparkasse oder wie hieß der Alsterdampfer, heißt das, okay. 80 Passagiere. Wie hieß das? Erlangen-Ingbert, Sankt-Ingbert. Starten. Der ist jetzt da. Wer fährt da, wo fährt er zuerst hin? Nach Erlangen-Linienstraße. Soll er erst nach. Also ich muss glaube hier den auswählen. Da. Na, da hätte ich jetzt auch nochmal nachgucken können. Jetzt fährt er nach St. Ingbert. Und er hier. Fahrzeugdetails ausmustern. Wie, da war keiner drin? Shit, der fährt da lang. Der war leer. Fahrzeugdetails ausmustern. Jetzt habe ich irgendwen ausgemustert und weiß aber nicht wen, so ein Shit. Oh, hat gut geklappt, wa? Doch, ich muss hier hin und muss jetzt Verbindung wählen. Oh Mann, welches Schiff war das jetzt? Es muss einer sein, wo mehrere drauf waren, weil die Linie ist jetzt hier nicht ausgegraut, ne? Es wird wahrscheinlich diese Linie sein dann. St. Ingbert Fürstenwalde. So, ne, das muss ich nicht. Wir warten jetzt über Wormswald Hafen. Fürstenwalde. Die müssen nach Inselland rein. Okay, dann geht's anders. Andere Problematik hier. Kommt kein Zug vorbei oder was? Wo ist der Zug? Da. 90 Passagiere, 46 sitzen drin. Der kann aber auch gerade von hier kommen, ne? Mal gerade schneller. Ja, genau so ist es. Da sind jetzt 48 drin und da steigen dann nach Fürstenwalde noch 39 zu. Plus 13. Mal gucken, wie viel da überbleiben. Jetzt wird auch noch da erst hin. Neustadt. Oh, dann ist er vielleicht gleich schon voll, oder? Ah, 45, okay. Lass weiterlaufen. Aber der macht voll die Miesen, ey. Okay, da ist er zum Glück nicht voll. Hier 3000 Miese, ey, das ist nicht gut. Das Schiff wird noch ausgemustert. Wie kriegen wir das denn hin? Was sagt denn der Lokschuppen und Lokomotiven? Es gibt immer nur noch zwei. Neun Cent der Kilometer. Ich glaube, wir nehmen immer diese. Vielleicht sollten wir diese nehmen, die ist günstiger. Die fährt nur 5 km/h Unterschied. Was kostet so ein Anhänger hier? Das war Post, ne? Wo steht da Postwagen da? Steht da auch eine Ladung? Nee. Hier sind es 30 Passagiere, hier sind es 40. Wie in den. Denen gehen 40 rein? Oh, die sitzen wohl übereinander, ne? Das sind Postsäcke, okay. Ja, dann ist das schon. Das ist teurer. Hier steht 31 den Kilometer. Und wie viel ist das?
Das sind ja jetzt hier 30 Passagiere. Das verstehe ich jetzt mit den Kilometern und dem Monat da nicht hier, die Anzeigen da. Okay, aber der fährt uns weiter. Das eine Schiff ist schon mal los. Viel ist denn der, wie viel fährt denn der hier? Eins, zwei, drei Bahnhöfe. Das wäre dann der vierte angefahrene, ne? Das sind drei Bahnhöfe, das wären dann vier. Schwierig. Wir stehen hier am Bahnhof, 148. Aber warte mal, Überlingenburg, das ist hier unten, ne? Nee, Überlingenburg ist da. Boah, das müssten wir umbauen. Der müsste andersrum fahren. 294, wir haben 80.000 mehr oder weniger gerade gemacht. Wie kriegen wir das wieder rein? Gute Frage, aber da haben wir wahrscheinlich Schiffe gekauft und sowas jetzt gerade. Oh Mann. Luckenwalde 43, Leinfeld, Fürstenwalde, das sind nochmal drei. Das sind 58 jetzt. Also eine Lokomotive ist vielleicht hier zu wenig, oder? Rein theoretisch, aber praktisch können wir es uns gar nicht leisten, ne? Wie kriegen wir das hin? Gute Frage, ne? Fährt jetzt hier oben gerade hin, ist voll, ne, 48. 18 gehen hier nach Neumarkt. Okay, er ist knapp unter die 3000. Wie kriegt er jetzt hier auch nicht? Doch, 2800 über 100 weniger. 54 von 90, ne? Wo fährt er denn jetzt als nächstes hin? Vielleicht sollte er noch mal, doch, er fährt auch noch mal zum Rathaus. Machen wir gerade schneller. 2,9 hat er jetzt. 100er für die Fahrtkosten gehabt. Jetzt. Okay, das Stück hat sich jetzt gerade gelohnt, dahin zu fahren. Mit der Limbach Rathaus 2,7 2,2, okay, das hat sich gelohnt. Sind auch wieder 88 drin. Zum nächsten Überlingen Rathaus 2,3 sind es jetzt. Der Monat ist gleich rum. 1,9, okay. Wieder nach Luckenwalde. Aber den schafft er nicht mehr in diesem Jahr, oder? 1,9 ist es halt. Ja, ist gleich rum, das schafft er da nicht hin. Jetzt ist 0. Jetzt ist auch das neue Jahr angefangen. Jetzt müsste man eigentlich mal komplett rechnen. Fährt jetzt mit Gewinn hier hoch. Mehr Gewinn. Limbach, noch mehr Gewinn. Vielleicht sollte er hier noch erst nach Leinfelden fahren. Dann erst nach Neufelden. Lass uns das mal anpassen. Limbach. Einfügen den. So, das ist vielleicht besser.
weil das so knapp an der Kreuzung ist, ne? Macht das Sinn, meines Erachtens. Jetzt 1000 eingenommen. 44 sind da noch drin. 1278 da drin. 1600. 1800, jetzt macht er plus, wie bekloppt. Oh, jetzt ist komischerweise ganz viel Minus. Da war Monatsanfang drin, naja. Aber er ist im Plus geblieben. 800. 1000. Den schafft er noch vor Monatsende, naja. 1000. Oh, hier unten 58.000, ey. 1100. Das macht die Marge. Ja, die ist einfach hier mit 1000 jeden Monat zu wenig, ne? Kriege ich den denn bitte schön hoch? Gar nicht wahrscheinlich, oder? Das ist eine gute Frage jetzt. Wo gibt es hier Stellen, wo das besser werden kann? Ich weiß es nicht. Da müssen wir in der nächsten Folge weitergucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Das sieht alles gut aus. Hier machen sie jetzt knapp plus. Hier sind noch ein paar Schiffe mit Minus. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir die Schiffe austauschen. Ist tatsächlich eine Postkutsche mit 18 Minus nur. Wir haben meistens immer 100 Minus gehabt, oder? Tja, da müssen wir mal gucken. Wer sind denn hier die Rausreißer jetzt? Ah, ist der Batzen der Kutschen, die jetzt gerade Minus machen, oder was? Aber wahrscheinlich brauche ich die. Zulieferdienst. Ein Schiff minus und hier ist ein Zug, aber das sind alles kleine Werte. Da bin ich jetzt von überzeugt, dass es eigentlich da geht. Aber hier ist einer mit 800. Den müssen wir uns in der nächsten Folge angucken und den. Die beiden müssen wir in der nächsten Folge gucken. Bis dann, ciao.